Grüßt euch, nächste Folge. Weiter geht es im Klo Souls Universum. Hier, wo wir zuletzt aufgehört haben. Folge, was ist das? 7 dürfte das sein. So, wie machen wir den mal? Ach, ist ja immer was Falsches hier. So, zu viele Utensilien. Machen den Sumpf fertig und den Zauberfreak, damit wir es dann endlich in die Kapelle da schaffen. So, machen wir eben so. Macht ordentlich Schaden. Oh, voll erwischt. Strich. Und so geht es weiter, meine Damen und Herren. Wir im Klo-Souls-Universum. Wir versuchen es nochmal. Perfekt. Das war der Schluderigkeit geschuldet. Ich halte mich für unheimlich gut und dann kommt sowas. So, hier. Dann soll er das erledigen. Nur das war meine Seelen. Teilt aber raus mit seiner Axt. Jawohl. Und jetzt zur Belohnung darfst du zu deinen Krabben gehen. Ach, da ist ja das Vieh wieder. Gucken. Ja, das sollte reichen. Sehr gut, umgekippt. So viele Anzeigen andauernd da unten. Wieder daneben. Wie viele sind denn hier? Oh, die nächsten Level gehen aber in Leben. Hier einmal ein bisschen steigern. Ja, das finde ich sehr sozial, dass du mithilfst. So, hier oben mache ich nicht extra den Weg. Da ist der übliche Schild. Adler, Parier, Kack. Schild. So. Und irgendwo hier, da sitzt noch so ein Typ. Wo ist denn? Wo ist denn Heinz Erhardt? Ah, naja, er hat mir den Hals gerettet. Dann lassen wir ihn doch. So, jetzt Aufmerksamkeit. Defizit. Syndrom. So, hier hinten lag noch was. Ja. Und ihr seht, da oben ist schon... Ja. Der hat sich auch ein bisschen was verändert. Keine Ahnung, wo der Typ ist. Ist jetzt egal. Weg. So, und hier unten ist nicht mehr der Typ, der da immer in der Ecke gesessen hat. Hier gibt es den Klo-Rantiering. Und noch einen Arkan-Kristall. Den brauchen wir, um für die Zauberer-Geschichte. Also die Covenant da. Oder auch zum Auf- und Abwerten von Zauberwaffen. So, wir haben sie hingeschafft. Jetzt gebe ich mir mal einen Punkt auf Leben. Nein, Attune Spell noch nicht. Ja, wir müssen erstmal auf 20 kommen, dass das hier einigermaßen funktioniert. Also, mit Selbstbewusstsein. Und der Typ kriegt noch einen dritten. Und hier oben ist der Schmuddelzauberer. Ich komme. Das war's für ihn. Ah, zu kurz. Dann machen wir den. Toll. Was ist denn das jetzt hier? Wo kommst denn du her? Ach, ist ja ein NPC, ich erinnere mich. Apprentice Tricky, also der Auszubildende. Lehrling. Ja, lass mich mal meinen Dicken rausholen. Meinen dicken Prügler.
Ja, der kann aber auch nichts anderes. Na doch. Ja, da muss doch mal die Schulbank drücken, Freundchen. Bumm. Aber er ist nicht so anfällig. Also, Blutschaden. Ja, macht ihr das mal. Ich guck mir mal hier den Käfer an. Sehr gut. Okay, wie sieht's hier aus? Geht das vorwärts bei euch? Wo ist der große Meister mit dem? Ja, ja. Wieder nicht. Ja. Ja, wird das jetzt was? So, sehr gut. Schöner Kampf. Da oben ist noch eine Dicke. Ich gehe nochmal hier oben lang, weil... Hier lag noch irgendwas. Ach, wieder so ein Ring hier. Ne, dicke Zaubererklamotten. So, weiter geht's. Komm mit. So, hier ist viel los. Steht der Typ gleich um die Ecke. Und ich laufe genau rein. Ja. Achso, wir hatten ja noch. Da war ja was. Ich bin doch Vampir eigentlich. Mhm. Ja, und er hat sich da hinten festgefressen, also... So. Ich gehe erstmal hier lang. Den Mist einsammeln. Ach, da ist noch jemand. Überall stehen sie, als gibt's was kostenlos. Mhm. So, hier war Obeck. Das schmutzige Loch drin. So ein bisschen Ordnung gemacht. Hier unten ist die dicke Zaubertrine. Und da werden wir doch mal unseren Klumpen runterschicken. Oh, jetzt hat er ja gar keinen Krug. Ja, das sollte doch funktionieren, oder? Hier ist noch... Ah ja, die... Zauberrolle. Oh! Die Dicke hatten entschärft. So, ich gehe mal hier von der anderen Seite ran. Zu früh. Na? Zack. So, ich hoffe, er wirkt noch. Jawohl. Ja, die Dicke hält was aus. Vorbei mit Lachen. Oh, ich bin ja mal gespannt. Auf Friede nachher, später im... So, hier müsste doch eigentlich... Ah ja, hier ist Igorn, den werden wir noch dazu holen, damit der Zauberer nicht ganz so einfach wird. Junge, ich kann mal auch nicht alleine lassen. Er schickt dich erstmal runter. So. Du kannst auch eine Etage runter. Ich werfe mal die Heilung an. Wieder der falsche Talisman. Da ist doch gar nichts, Junge. Komm, ich brauch dich jetzt raus. So, einmal unten in die Arena. Den Dicken einfügen. Jawohl. Oh. Nee, doch. Läuft. Kann ich noch einen Schluck Kaffee trinken nebenbei.
Hm? Sehr gut, hier gibt's einmal Aufwertung für Estus. Oh, hier ist ja noch jemand. Dann kommt die Giftspritze. Aus Texas eingeflogen. Vorsicht, Feuer. Minz und Mounts, die beiden Katzen. Ja, erinnert euch noch an Struppelpeter. Wo die mit dem Feuer, mit den Streichhölzern gespielt hat. Und dann ist natürlich, ist sie abgebrannt. Und die Katzen haben dann ganz traurig aus der Wäsche geguckt. Ich fand das immer ganz gruselig, Struppelpeter. Wie viele sind denn da oben noch? Besonders, wo der Typ dem mit der. Ich glaube, hier ist ein Bug oder so, dass immer mehr kommen. Wo der Typ mit der Schere reinkommt, schneidet dem Stift die Finger ab. Die Daumen. Daumenlutscher. Und noch eine Estus-Scherbe. Dann gucken wir mal. Okay, den hat es entschärft. Ach, hier ist ja noch jemand. Soll ich so tun? Sehr gut. Warte. Pilze. Noch mehr Pilze. Und noch so ein Kreuzritter-Typ. Ey, hier lang. Nicht über der Krabben. Typen. Erstmal die Pilze. Achso, nee, das war ja das nicht. Der ist ja schon da. Ja, jetzt kommt. Ich glaube, der heißt entweder Kevin oder Lukas. Der Typ hier. So typischer Millennial-Name. Oder Jeremy Pascal. Hey. Der hört ja gar nicht mehr auf. Das hat er gehört mit Jeremy Pascal. Boah, das war aber eine enge Sache. Wenn der Typ mir geholfen hätte. Jeremy Pascal. So, was haben wir hier? Aha, das Giftschwert, das ist nicht schlecht. Aber es bringt noch lange nicht so viel wie der gelbe Stachel, der grüne. Hier ist. Ah ne, das ist ja mein Vampirism. Und die Arched Ebony Blade. Was kann denn die? Increases Dark Damage. Hm. Okay. Das wird die physisch. Egal. Sense. Ist. Die Shit. Der heiße Scheiß. So. Sollen wir den mal wieder hier rein? In unsere Welt? Die Dinger wegmachen. Oh, jetzt bin ich poisoned. Habe ich mittlerweile mal was gefunden? Nee. Da muss ich wahrscheinlich jetzt damit leben. Scheiß. Da gibt's, habe ich nicht irgendwas? Ich habe nix. Ja. Ein Siegwart Bier. Ach, ich kann ja Vampirismus einschmeißen. Zum Gegenheilen. Und einmal so. Und weil das immer noch nicht reicht, mache ich jetzt mal so. Und hol den. Das ist so ein Rindvieh. Immer zu seinen Krabben. So, und der soll jetzt mal gegen den kämpfen. Schon wieder rennt er weg. Na toll. Ohne Heilung. Machen wir das so. Ich habe mir ja davon versprochen, dass ich. Oh ja, jetzt. Dass ich Estüsse von ihm dann erhalte. So, das war eine Sache. Estus auffüllen bitte. Normalerweise. Ja, aber heute nein. Jetzt bin ich ganz alleine. Gucken wir uns mal hier noch um.
Die Typen mal noch vergiften. Aha, Murky und ein Talisman. Brauche ich bald mein Buch und die Hand. Aha. Das war das. So, mal gucken, ob wir den Typen jetzt wieder benutzen können. Ob er sich dann, wenn wir weiter weg sind, drauf einlassen kann. So, was ist hier? Sind die Pilze? Da müsste er sich doch angesprochen fühlen. Nee, rennt immer noch weg. Er will seine Arbeit zu Ende bringen bei den Krabben. Doch, jetzt randaliert er hier rum. Sehr gut. Das hast du fein gemacht. Und hier gibt es, glaube ich, nur die üblichen Shards. Oh, nee, Heisels Hacke. Schön ins Kinn. Noch mehr Pilze. Oh, dass ich nicht mal ein Estus zurückkriege. Hunde. Wer gewinnt? Ja, immer noch der. Hier machen wir doch mal Sammelbestellung. Da gibt es noch schöne Zauber mit Flächenschaden. Total abgefahrene Scheiße. Geile. So. Das war's für den. Noch eine Estus-Scherbe. Und noch mehr Pilze. Ach, ich sehe das. Der Blood Orb kostet mich Gesundheit, wenn ich ihn zaubere. Ja, das ist dann natürlich der Nachteil bei der Flutgeschichte. So, lebt er noch? Ne, jetzt hat er es geschafft. Aber wir lassen es aber nicht aufhalten. Da gibt es eben noch einen Versuch. Danke, Kamera, dass du mitmachst. So, und hier ist nichts mehr. Soweit ich mich erinnere. Ach doch, hier unten ist ja noch der Hund und irgendwas. Ja, das ist natürlich der Nachteil mit der Blutmagie-Geschichte, dass man da immer selber was opfert. So, du kriegst eine proktologische Geschichte. Und noch eine rote Dusche. Sehr gut. Ach, hier ist ein Zauberstab für Sumpfmagie. So. Dort sehe ich noch was glimmern. Da gehe ich mal hin. Ah, natürlich ist das ein Typ. Oh Mann. Hier, Freund, hilf mir mal. Dann machen wir doch die Geschichte. Ja, der hat aber auch hier nur selektiv gearbeitet. Da sind ja immer noch welche von den Freaks. Mit dem Zahnstocher. Hier, zurück. Weiche. Die Macht Jesu Christi befiehlt es dir. Unseres Herrn. Unser Erlöser. Oh. Oh, ja. Meine Herren. Ohne Estus. Ja, ja, geh zu deinen Dingern da. Ich gehe erstmal zurück Richtung Leuchtfeuer. Da ist noch so ein Typ. Oh Mann. Schnell hinsetzen und so tun, als wäre nichts gewesen. Oh, ich glaube, das sind zwei. So, ich setze mich hin. Alles wieder gut. Hihihihi. Typen, ey. Ach ja, da war ja was. Level up. Ich will leben. Und wir gehen einmal, bevor wir den Zauberfreak machen, reisen wir Richtung Feuerlink. Die Geräusche im Hintergrund, das ist meine Couch.
knarrt. Ah, Kaffee. Na, den letzten Schluck kann ich mir auch noch gönnen. So. Und jetzt erstmal das Ding, dass es stärker wird. Haben wir noch was? Nein. Und wir machen... Ach, guten Tag. Also soweit mit ihr funktioniert das, die Geschichte. Die Questlinie. In Irithyll dann helfen und Opa Hodrik fertig machen. Also Familienfehde. So, hier haben wir alles. Mal gucken, ob wir unsere... Eigentlich müsste es gehen. Sensi die Sense aufwerten. Erst einmal das. Okay, da haben wir nur eins. Reinforce. Sensi die Sense. Erst rein. Und dann brauchen wir Chunks. Okay. Können wir uns noch was von Totengräber, ja, Learn Necromantis? Nein, das ist alles noch das Gleiche. Carla! Ah, die hat auch nichts Neues. Kann ich dem Eismenschen was geben? Mal gucken, was hier sinnvoll wäre. Ne, das ist mir alles noch Eisburst. Ja, das nehme ich mal mit, anstatt dem Blutorb. Und hier ist immer noch dieselbe Gülle. So, hier eine Rolle für dich. Da kannst du dir einen drauf. Ihr wisst schon. Und hier Erdenmagie. Ich glaube, da gab es nur noch Toxic Mist, Steinform und Kieselsteine schmeißen. Nee. Will ich mal gucken, was die Geschichte bringt und mit was ich die benutzen muss. Die Eisgeschichte. Mhm. Und wir nehmen ihn wieder mit. Als was gilt denn das? Konjuration. Also müsste das ja gehen. Es geht. Okay. Damit kann man arbeiten. Mal rausgucken. Ein paar Typen. Was habe ich denn alles am Gürtel? Okay. Das hat was. Aber ich muss es noch besser ordnen. Also, das eine zusammen mit dem anderen. Ihr wisst schon. Dass ich nicht so... Dass ich nicht hingucken muss. Das. Dann kommt hier Blut jetzt hin. Und der Sensentyp. Kann ich mir noch ein Level abholen? Bei Joel? Grüß dich. Nein, ich bin noch nicht genug gestorben. Und du? Bluttante? Nee, da kann ich immer noch nichts Neues. Ja, und tut mir leid, ich kann ja nichts machen. Lorettas Knochen ist unauffindbar. So, los geht's. Im Sumpf. Sage's Ruins. Ich gieße mir mal so einen Schluck Wasser ein. Vom Spülsteinwasser. Sehr gut. Ein Schlückchen für mich. Mhm. So, dann wollen wir mal Eisblasen hier. Mal gucken, was das für eine Reichweite hat. Ja, nicht ganz so. Okay, vielleicht gibt es auch noch eine bessere Hand dafür. Das Gute ist, die Gegner werden alle hochgeschmissen. Sehr gut. So mache ich jetzt aber nicht jeden Typen. Erstmal Vampirism. Zack. Und ihn. Und da gehen wir wieder auf Eis. Ja, nicht erwischt.
Ich hoffe, du hältst meinen Rücken frei. Nein. Er macht wieder sein eigenes. Okay, da kommt es von der anderen Seite. Mann. Sehr gut. Ich bin sehr gut. So, die Dicke. Ja, die wirft es aber nicht auf die Erde. Doch, jetzt. Ist aber stärker als die anderen. Als die üblichen Dicken. Ey. Ja, ja. Wenn der Kollege hier unten mal sein Hobby sein lassen würde, danke. So, das ist das Eisding, das ist doch von Friede, oder? Wer macht denn das? Ihr Dicke. So, Runde 2 hast du nicht gerechnet, ne? So, den Dicken erstmal da rausholen. Oh mein Gott, ist das Mikromanagement technisch anspruchsvoll. Oh, hier sitzt jemand. Und ich habe mir so gedacht, für alle Bosse, sehr gut gemacht, Klumpenmann, wir holen uns jede Hilfe dazu, damit die stärker werden. Also ich könnte es natürlich auch ohne machen, aber ich habe mir so gedacht, je mehr ich ja dazu hole, umso mehr Lebenspunkte haben die Gegner. Die Bosse. Und wir wollen ja mal sehen, ob wir auch als Pazifist durch Dark Souls kommen. Das könnte man mal noch machen. Pazifisten-Run. Man darf selber nichts machen, außer heilen und Typen beschwören. So. Im Sumpf soweit alles abgegrast. Auf alle Fälle das, was mir einfällt. Dann gehen wir jetzt zum Zauberer. Okay. Das Sage. Ich werde ihn vergiften und dann prügeln. So, die Typen sind natürlich lahm. So werden wir nicht so eine Hilfe sein. Wo ist er denn? Sehr gut. Und die Vergiftung hält auch an, wenn der Typ verschwindet. Das geht dann direkt weiter, wenn der wieder da ist. Wo ist er denn? Da. Nein, geht es anscheinend dann doch nicht. Da habe ich mich wohl geirrt. Hier, die Eisgeschichte. Machen wir die. Wo ist er? Ja, macht ordentlich was her. Ja, Stufe 2 hier, er macht schon wieder nur seins. Es gibt einen Eintrag ins Budget. Ey, das hat aber weh. Kann man den zuspammen? Nee. Mal ein Fanta. Da ist er doch gar nicht mehr, Mensch. Ah, das sind ja the fake ones. Oh. Ah, das ist nicht der richtige. Wo ist er denn da hinten? Bleibt der Blutungsschaden. Ach, apropos. It's a kind of magic.
Oh, keine Ausdauer. So, weg. Sehr gut. Dann können die beiden jetzt nach Hause gehen. Hier gibt es kein Leuchtfeuer. Und wir gehen mal den üblichen Weg. Hier ist eigentlich alles beim Alten geblieben. Den holen wir uns. Und den zweiten holen wir uns auch. Sehr gut. Dann machen wir die Dicke. Hey Dicke, Kuckuck. Ich bin fast runtergefallen. So, das war's für die. Dann haben wir noch die beiden Käfigträger hier. Und da kriegst du deinen dicken Bruder. Du bist Aludor. Jetzt rennt er darum. So ein Quatsch. Ich trinke mal einen Küstennebel und mach so lange den da unten. Was rein? Habe ich zwar ein bisschen selber was abgekriegt. Wird das was da unten? Ne, da gehe ich nicht lang. Nicht, dass ich noch abstürze. Hier haben wir zwei Zauberstäbe. Ach ne, das eine war da. Das war der Sage Rapier. So, aber hier ist ein Leuchtfeuer. Liebe Leute, ach ja, wenn man in den neuen Bereich reingeht, dann da poppt der Typ auf. So, Leuchtfeuer aktiviert. Und wir, liebe Leute, sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Onkel Klo in Klo's Holz mit der roten Schnitterin. Ha! Bis zur nächsten Folge. Tschüssi!